neuer Shop in ganz genau einer Sekunde. Ich bin gespannt, was heute so Schönes, Knackiges reinkommt. Vergesst aber nicht, wie gewohnt, davor zu liken und ein Abo dazulassen. Danke für euren Support. Hier unten bleibt alles unverändert. Ich glaube, dass wir heute aber ein paar neue Dinge bekommen haben. Ganz nach unten und... Okay, wir haben zwei neue Pakete. Das Bundle war schon mega lange nicht mehr im Shop. Okay, okay, okay. Kurze, knackige Werbeunterbrechung, bevor wir mit dem Shop-Video weitermachen. Mein Partner Instant Gaming hat übrigens das neue Fortnite Anime Legends Paket schon am Start. Für einen sehr, sehr schmackhaften Preis. Hier könnt ihr immer eure Konsole auswählen, eure Plattform halt, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X und S. PC ist anscheinend leider hier nicht verfügbar, aber ihr könnt das Ganze hier auswählen, falls ihr drauf Bock habt. Link dazu ist in der Beschreibung. Es ist günstig. 1600? Ah, okay, da fehlt Spitzhacke und weiteres. Aber der Skin ist heftig. Also der Skin ist wirklich sehr, sehr böse. Der macht auch wieder mies Auge. Der ist heftig. Der ist heftig. Backpack, finde ich jetzt nicht so nice. Aber der Handskin, der ist doch... Der ist heftig. Der ist wirklich heftig. Und ich sehe gerade, Finsterblick schnipst bei Eliminierungen mit den Fingern. Ui. Also wenn ihr davon Gameplay sehen wollt, alle mal Gameplay in die Kommentare reinschreiben. Dann kaufe ich mir den. Und mach mal einen Kill und mal schauen, was dann da passiert. Ich werde das Ganze dann als Short hochladen. Kurz und knackig halt. Das ist heftig. Cooler, cooler Skin. Backpack. Kann es sein, wenn man Kills macht? Ach, wartet mal. Schnippst mit den Fingern. Sind jetzt hier die Finger gemeint oder der Kopf? Sehr interessant. Ich bin gespannt, was der Skin machen wird. Ich werde das Ganze kaufen und ausprobieren. Der Skin hier kann übrigens nichts machen, weil Finsterblick ist ja ganz genau dieser Skin hier. Sehr, sehr cooler Skin. Gefällt mir, gefällt mir. Spitzhackenbundle. Sehr, sehr heftig. Was hat es? Reaktiv. Was ist das Reaktive? Sehen wir das hier? Nee, wird uns nicht angezeigt, aber irgendwas Reaktives wird es haben. Ich schätze mal, dass das das Reaktive ist, diese Blitze. Die... hat einen mächtigen Sound. Lackierung macht auch Auge, ist aber nicht animiert, von dem her nichts so besonders für mich. Einzelkaufbar 1-2, boah, da lohnt sich eher gesagt das Bundle mehr mit beiden Skins. Außer man hat nicht so viele V-Bucks, dann lohnt es sich natürlich einzeln. 800, 800, 300, starker oberer Bereich. Nächster Bereich, das Bundle ist sick. Das Bundle ist definitiv nice, es lohnt sich. Menschenbild, sehr, sehr nicer Skin, ihr könnt da sehr, sehr viele Stile einstellen. Backpack finde ich auch ultra, ultra nice. Den Skin habe ich damals in der Season 4 zurückgegeben, habe ich aber, glaube ich, mir gekauft wegen dem Bundle oder geschenkt bekommen. Eins von beiden wird es gewesen sein. Spitzhacke. Geht so, was hat die hier für Stile? Schwarz finde ich hier deutlich besser. Dann haben wir den Kollegen hier, Alien Skin, ja, schwarz finde ich hier deutlich besser. Nicht einzeln kaufbar, dazu kommen wir gleich. 1,5 für den Gleiter. Spitzhacke. Die ist auch heftig. Die ist, aber cooler Sound. Das Emote ist sowieso heftig. Das geht sehr, sehr ab. Ich check auch gleich ab, ob wir heute was Seltenes im Shop haben. 1,8 einzeln, 2000 übelst teuer. 1,2, 1,2, 1,2, 500, 500. Nichts mehr. Nächster Bereich ist auch fast der letzte Bereich. Ja, wir haben die Superhelden-Skins wieder im Shop. Ich glaube aber, dazu muss man wirklich nicht viel sagen. Ich check mal kurz ab, ob heute was Seltenes im Shop ist. Ich gehe von Jein aus. Also, neu, 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 neu. 41 Tage, 40, 40, 40, 28, 54, 55, 37, 37. Nichts Seltenes heute im Shop. Ist aber egal. Wir haben richtig, richtig coole neue Skins am Start. Skippen wir, skippen wir auch. Sehr cooles Emote. Bürofahrt, auch sehr nice. Fortbewegung kann man einpacken. Ja, Lackierung, fühle ich nicht wirklich. Das ist cool. Das ist definitiv nice, kann man mit einpacken. Ansonsten, Superhelden-Skins, muss ich nicht viel sagen. Könnt ihr designen, wie ihr Bock habt. Emoticon gibt es immer dazu. Und ein Emote. Das hier. Finde ich nice. Das finde ich wirklich cool. Das Ganze gibt es mit verschiedenen Charakteren. Auch männliche Varianten sind einigermaßen okay. Spitzhacke auch schon tausendmal hier im Shop gewesen. Sind coole Spitzhacken. Definitiv. Sehr, sehr nice.
Kann man übrigens genauso umändern mit den Farben. Cape fühle ich nicht. Das fühle ich sehr. Könnt ihr eure Emoticons da einstellen? Ja, fühle ich nicht. Fühle ich nicht. Immer, immer einzeln kaufbar. 400, 1, 2, 400. Ansonsten war es doch hier schon. Gerne, gerne mein CC im Fortnite-Shop benutzen. Kuss geht raus. Und es war es dann auch hier schon mit dem kurzen, knackigen Shop-Video.